Naja, auch wenn sie ihn nicht sehr mögen, eines können sie nicht bestreiten, Dumbledore hat echt Stil. Das Zitat von Kinsel Shacklebolt aus Harry Potter oder Orden des Phönix. Und damit heiße ich alle herzlich willkommen zurück, die eingeschaltet haben, im nächsten Part zum Let's Play zu Lego Harry Potter, die Ära 5 bis 7. Wir befinden uns gerade im Halbblutprinz auf den Weihnachtsball bei Professor Slughorn. Wir sind Luna Lovegood. Los geht's. In ihrem geilen rosa Kleidchen. Ich kann es echt nicht bestreiten. Ich mag Luna. Und da ist Genie wieder mit ihr, mit ihm. Hermine versteckt sich vor Cormac, ne? Tü dich, Luna. Hermine, oh Gott, die sind alle anwesend, ey, grad. Na, der Kuchen macht nix. Das ist ein Lilaner wieder, ne? Yo. Ja, Luna braucht wieder ihre rosarote Brille hier. Da ist der Comic wieder. Oh, da ist ein lila Stein. Ist sie jetzt ernsthafter? Natürlich, Hermine. Hauptsache, die hat immer noch ihr Runenbuch an der Seite hängen. Ne? Hauptsache, ey. Echt, ey. Ich wollte sagen, wie lange will das Spiel noch mich darauf hinweisen, dass da was liegt? Hat die das gleiche Kleid an? Oh, wir haben Draco gefunden. Und der. Oh! Hallo! Draco und Hermine hinter dem Vorhang. Dramine. The Dramine pairing has sailed. Na, Harry hatte schon seinen. War schon auf der richtigen Spur, ne? Ja, oh mein Gott, ist das laut, ey. Ja, das wird kein Problem mehr sein, 100%. Guck mal, wie viel ist das, ich jetzt mittlerweile krieg. Früher war das ja so, dass die Multiplikatoren nicht so viel gekostet haben. Nee, der mal 2 hat früher immer 200.000, dann 400.000, 600.000, 800.000 und der Million, der 10er-Pfarrer hat immer 1 Million gekostet. War früher immer so. Bis die Lego-Spiele immer größer und größer wurden, umso teurer wurden die Multiplikatoren auch. Da konnte man sich nur den 2er leisten am Anfang. Mehr ging nicht. Ich glaube, wurde das, glaube ich, auf Millionen erhöht. 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, so halt. 6 Millionen, 8 Millionen, 10 Millionen. Ich glaube, in Lego Herr der Ringe war das schon so. Lego Herr der Ringe war ja auch einer der ersten Spiele, wo die Figuren geredet haben, ne? Wobei das allererste Spiel, wo die Lego-Spiele gesprochen haben, da war Lego Batman 2, DC Super Heroes, glaube ich, war das. Und da haben die Lego-Figuren das erste Mal gesprochen. Ich frage mich, ob echt mal Lego-Spiele kommen würden, wo die Figuren nicht sprechen, oder ob das wirklich vorbei ist, diese Zeit. Weil ich würde mich darüber freuen, mal wieder so ein Spiel zu haben, wo die nur mit Pantomime haben. Weil ich fand, da waren die Lego-Spiele viel witziger. Da mussten die alles mit Pantomime machen, das war nicht alles nur noch so ein Meme-Fest, wie heutzutage die Lego-Spiele, vor allem Lego Star Wars. Das Spiel bestand hauptsächlich nur aus Memes, ey. Soll ja nicht heißen, dass Lego Star Wars die Skywalker-Saga kein gutes Spiel war. Es war schon ein gutes Spiel, nur das Spiel hat, das hat sich zu sehr auf Memes und so alles verlassen, ey. Leider.
Na gut, da kommt auch dazu, dass für mich Star Wars einfach nicht mehr das ist, was es früher mal war, ne. Meine Faszination für Star Wars oder allgemein für Sci-Fi allgemein hat über die Jahre sehr, sehr viel an Potenzial für mich und alles verloren. Also, ich bin viel lieber ein Fan von Fantasy in letzter Zeit geworden. Supernatural und die übernatürlichen Sachen halt. Ich kann mit Sci-Fi nichts mehr wirklich anfangen. Ist die Tür ja neu? Oh, Lavender Brown. Aqua Erupto. Bisschen sei es, das dauert bestimmt anders, oder? Damit kann man den Durst der Welt bekämpfen, ne? Das ist ein Job für Hermione Granger. Ne, Aquamentee war's, okay. Den Zauberspruch gab's auch in Feuerkelch. Also in dem Spiel für PlayStation 2 quasi, da gab's das Spiel. Gab's den Wasserzauber auch, da hieß er nämlich Aqua Erupto. Lol, guck mal. Jetzt schieße ich quasi mit Wasser. Auch nicht schlecht. Da. Ach, Behälter mit Wasser füllen. Wow, schönes Geräusch. Na stimmt, Hermine kann ja Aspekte Patronum jetzt. Ich hab den Typen ausgeraubt. Deine Almosen hier, ey. Noch mehr? Na da. So. Kitschi, kitschi, kutschi, ku. Klar. Da. Nein. Nein. So, und das Buch. Head, Moon, Stars and Potion. Head, Moon, Star and Potion. Eine Muschel? Die können auch nichts mit den Händen aufheben. Die müssen immer Wingardium Leviosa benutzen, ne? Oh, das ist viel besser. Gott. Das Geräusch ist ja geil.
Mach da kaputt. Nein, du sollst das kaputt machen. Marsch! Perfekt. Also den Zauber finde ich geil. Tisch hat eine Schlüssel. Aquamenti. Perfekt, jetzt fehlt uns nur noch Reducto zurück. Na, geht nicht. Na gut, dann gehen wir. Jetzt habe ich kurz mal überlegen, gab es hier Stellen, wo ich Aquamenti benutzen konnte? Gucken wir mal eben. Eigentlich habe ich das nicht nötig, weil... Mal hier zum Beispiel. Oh, guck mal. Jetzt können wir diese Dinger an der Wand alle zerstören. Natürlich echt gut zu wissen. Dauert aber auch eine lange Zeit. Praktisch. Da hinten war auch noch was, ne? Kann man einfach nur alles mit zerstören. Boah, die Pflanzen wurden gerade Geigermaxed. Cool. Ich kann mal eben Lunas Brille eben aufsetzen auch. Bisschen komisch, dass das alle Charaktere können, als nur Luna. Es ist Neville im Kellner-Outfit. Boah, Alter, voll der Blumeffekt, ey.
Also es ist Unbesiegbarkeit. Nein, danke. Damit will ich nichts zu tun haben mit dem Power-Up. Komme ich hier weiter irgendwo? Nein, die Tür ist ja weg. Ja, stimmt, hier erinnere ich mich aber dran. Ich weiß aber nicht, ob ich hier schon hin soll. Ich lasse das mal lieber hier noch. Ich meine, wir haben eine neue Möglichkeit herausgefunden, wie wir Sachen benutzen jetzt. I call it a win. Obwohl wir immer noch Reducto brauchen. Ohne Reducto können wir noch nicht allzu viel machen. Aber wir können jetzt in die Bibliothek rein. Da können wir auf jeden Fall hin. Wir können in die Bibliothek, wenn wir wollen. Wo wollen wir das? Ja, aber ein andermal. Mich verfolgt Lavender. Das ist alles für Aqua Erupto. Krass. So. Alles aufräumen hier, ey. So. Können wir eben alles noch mal hier noch ein bisschen erledigen. Das Geräusch ist geil. Perfekt. Na jetzt. Was sagen wir? So, ist noch mehr oder? Ja, da. Ist noch ein bisschen, ist noch mehr. Schau mal, wenn wir schon mal kurz in hier sind, dann können wir mal eben die Sachen erledigen. Gott, ey. Das immer zu treffen ist ein bisschen, slightly off. So. Perfekt. Oh, da ist noch mehr. Oh, lol, ich kann das Feuer ausmachen. Das ist ein cooles Gimmick. Ich kann das Feuer auch wieder ausmachen. Das ist geil. Das ist ein cooles kleines, cooles kleines Detail, dass ich das Feuer auch wieder ausmachen kann.
Da. Wo geht's denn jetzt hin, ey? Na, machen wir andermal. Hier gehen wir erstmal weiter. Geht's denn hin? Guck mal, das ist komplett kaputt, ey. Ich kann das gar nicht mehr benutzen. Na egal, macht nichts. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Kann ich nicht sagen, viel, wenn ihr mir nicht aus dem Weg geht. Okay, das, ich benutze das jetzt nicht bei jeder einzelnen Stelle, ganz ehrlich. Ich mache das nur Sachen, die im Weg sind, weil ich komme bestimmt eh noch tausendmal hier vorbei. Ach klar, genau. Ich weiß, was jetzt kommt. Der Angriff auf den Fuchsbau. Aber Leute, das werden wir erst im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei, wenn der Fuchsbau, bzw. das Haus der Familie Weasley angegriffen wird. Bis zum nächsten Mal. Euer Dagevir und die Weasleys lieben euch und ich auch.